Wunderschönen guten Morgen, Leute. Und zwar geht es heute mal nicht in die Werkstatt und auch nicht zu Hause vom Büro aus. Und heute geht es mit euch auf die Messe in Essen, auf die Essen Motor Show. Und am schnellsten geht es natürlich über das neue Stufenportal, was ich jetzt habe. So, jetzt sind wir hier an der Messe angekommen. Ich würde einfach jetzt mal sagen, ich lasse euch mit den Bildern jetzt alleine hier folgen. Ich werde das eine oder andere Mal mich mal melden und wir sehen uns dann später. Ja Leute, ich habe ja gesagt, dass ich vielleicht noch hier den einen oder anderen treffe. Ich habe jetzt hier den Mike von Starlack getroffen. Mike, das ist meine Community. Mike, ne? Servus. Schönen guten Tag. Genau. Und der Mike hat zum Beispiel unter anderem den Beetle von Sydney lackiert. Sydney Industries. Also wir gehen jetzt mal ein bisschen auf das Fahrzeug vom Sydney ein, auf das aktuelle Fahrzeug. Und ja, was für einen Farbton haben wir hier? Wir haben doch gesagt, die Frage stellen wir nicht. Okay. Nein, wir haben einen Porsche Liquid Silver 918 und den haben wir gedacht, da hauen wir mal die Farbe in matt raus und nicht in glänzend. Ja, und so sieht er jetzt aus in matt. Sieht ziemlich geil aus. Also, wenn ihr hier wart selber auf der Messe und habt das Fahrzeug gesehen, dann wisst ihr, was ich meine. Und wir Lackierer kennen das Problem ja mit den Mattlackierungen. Aber einfach geil, wirklich richtig, richtig geil. So eine Farbe kann ein Arschloch sein, aber wenn man sich jetzt so wirklich mal die Lackierung anguckt, wie es aussieht, wenn so ein Wagen fertig ist und zusammengebaut ist, ist schon ein bisschen sexy. Ja, das muss ich leider sagen. Ein bisschen ist untertrieben, würde ich einfach mal sagen. Das ist schon sehr, sehr geil. Was war für euch die größte Schwierigkeit an der Farbe? Oh, das ist eine gute Frage. Also, klar, diese Farbe neigt zur Wolkenbildung. Dadurch, dass es ein Silber-Gold-Farbton ist, war das mit der Wolkenbildung echt gemein, gerade bei einer Ganzlackierung. Und wenn man dann noch matten Klarlack draufhaut, gerade matt ist nochmal so, ich habe schon mal eben, glaube ich, gesagt, könnte ein Arschloch sein. Ne? Also matt ist, neigt die Wolkenbildung noch mehr hervorzuheben. Wir haben mit zwei Lackierern lackiert, dass die beiden das dann noch so hinkriegen, dass das gleich ist. Das ist schon ein großes Kino. Aber letztendlich macht das auch Bock. Also das ist gerade die Herausforderung, ja, die wir brauchen. Absolut. Das ist richtig geil. Also ein paar schwarz glänzende Elemente dazu. Das ist ja sowieso dieses Matt und Glanz, dieses Gegenläufige. Ist, was ich auf jeden Fall sehr geil mag. Und deswegen stehe ich auch quasi jetzt hier, weil ich dieses Auto einfach geil finde. Vom Lack und von der Optik und von den Veränderungen.
Das habt ihr echt geil gemacht, also muss ich schon sagen. Muss ich schon sagen. Doch, wir haben ein gutes Team im Nacken, also nicht nur der Tobi, auch der Thorsten und die Nicole, die haben da mitgeholfen. An der Stelle Grüße gehen raus. Und das ist eine coole Teamarbeit und mit so einem Team, wie wir das haben, kannst du halt sowas rocken. Ne? Wir haben 13 Liter Basislack verballert, innen und außen, wo ich schon sage, oh, das ist aber nicht normal. Keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist, aber 13 Liter Basislack war schon heavy. Und dann halt nochmal knapp 6 Liter Klarlack. Ja, verwendet haben wir aus dem Hause Axalta Chromax. Wir hatten einen guten Servicepartner dabei, die uns geholfen haben, die noch ein paar Tipps dazu gegeben haben. Aber letztendlich Schwierigkeiten hatten wir tatsächlich so gut wie keine, muss ich leider sagen. Ich persönlich habe auch schon sehr, sehr viel Axalta-Produkte, Spiessecker-Materialien verwendet, beziehungsweise Axalta-Spiessecker. Oh, und das wird teuer für Axalta, das wird teuer. Und es ist ja einfach so, bei dem Material, wie ihr das dann alles schon gesehen habt, wird ja komplett anders verarbeitet, wie jetzt das Material von dem Haus PPG Autocolor. Und da ist es halt, denke ich mal, auch für euch zeitlich, glaube ich, schon etwas einfacher gewesen, weil ihr habt ja nicht diesen Schritt gehabt, dass ihr erstmal vornebeln müsst, dann spritzt ihr es nass, dann müsst ihr trocknen oder dann müsst ihr nochmal nachnebeln. Ihr habt das ja mit Sicherheit dann auch so gemacht, wie der Hersteller es vorgibt, ja, und somit dann auch halt einen zeitlichen, sag ich mal, Vorteil gehabt. Also ja, doch, komplett. Also dafür, wir arbeiten jetzt oder wir verwenden jetzt schon seit über 15 Jahren Axalta-Produkte, gerade Chromax, dadurch, dass wir das halt jeden Tag verwenden, war dann natürlich die Frage, ja, wie funktioniert das denn jetzt? Die wurde nicht gestellt. Aber wer schon mal Matttöne lackiert hat, gerade BMW und Mercedes, es ist schon schwierig. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen so, oh geil, das war total easy peasy. Es war schon schwierig, doch ehrlich, Hand aufs Herz, war schon schwierig, aber halt auch unfassbar geil. Ja. Also das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass die anderen Materialien aus dem PPG und Nexa Autocolor Haus schlecht sind oder so, um Gottes Willen. Nein, das wollen wir nicht sagen. Also es ist alles ein Top-Produkte, gar keine Frage. Nur es ist halt auch immer eine Gefühlssache. Ich persönlich sage halt einfach, dass ich mit den Materialien von Axalta aus schneller bin. Es gibt Leute, die sagen es genau andersrum. Und deswegen, also nicht jetzt irgendwie auf den Schlips getreten fühlen, weil das jetzt einer von PPG oder sowas sieht. Um Gottes Willen, ihr macht auch Top-Produkte, gar keine Frage. Ja. Ne, das war jetzt nicht der Deal von der Sache. Er fragt mich gerade, was man noch fragen kann. Ja, ist durch. Mike, wie sah das denn aus bei euch jetzt mit Staubeinschlüssen? Also wenn man über das Auto mal drüber schaut, also ich habe nichts gefunden. Finde ich es dabei ja, geht ja nicht. Es geht einfach nicht. Es gibt keine Politur, die ja matt poliert. Also das gibt es ja schließlich nicht. Nee, noch nicht. Also ich bin noch dran an der Zauberformel. das war natürlich so 27 Mal. Ich meine, wer das Video von der Beetle-Lackierung von Sydney gesehen hat, der sieht, wo die Momente waren, wo ich mich aufreg. Das ist, wenn so ein Herr Hoffmann in die Kabine reinrennt, frisch vom Barbar kommt, schön eingecremte Haut hat, einen schön geföhnten Bart und rennt dann über die Kotflügel und fühlt dann so mit der Wange darüber. Dann, spätestens dann, geht dir der Arsch auf einmal. Aber letztendlich 27 Mal sauber machen, 28 Mal neue Klamotten anziehen, einfach gucken, dass alles sauber ist. Die Kabine haben wir vorher frisch gereinigt. Ich glaube, da spielt auch Glück ein kleiner Faktor. Wir haben Glück gehabt, weil bei Matt kannst du halt nicht sagen, wir schleifen den Pickel raus und polieren drüber. Funktioniert nicht. Wenn einer eine Idee hat, wie man sowas hinkriegt, gerne kommentieren. Ich teste. Wenn ihr das Video von Sydney noch nicht gesehen habt, das habe ich euch hier oben verlinkt und schaut einfach mal rein. Es ist ein ziemlich geiles Video geworden und die Reaktion von ihm, halt, wo er das Auto dann halt auch da stehen sieht, das war schon kernig, das war schon geil. Also jeder andere von uns würde es verstehen, uns Lackierern oder auch Privatpersonen, ist egal in dem Fall wer. Wenn du ein Auto siehst, was gerade aus der Kabine kommt und einfach noch quasi noch warm wie aus dem Ofen ist, ne? Das ist einfach geil. Also es ist wirklich geil. Und es gibt keinen besseren Lackstand wie der gerade aus der Kabine kommt. Gibt es nicht. Also da kann mir keiner was erzählen. Da kannst du polieren, Wachsversiegelung, sonst irgendwas machen. Es gibt nichts Geileres, wie gerade was frisch lackiert ist, oder? Ja, bin ich ganz deiner Meinung. Sprichst du mir aus der Seele. Der Mike hat mir eben erzählt, dass die Jungs schon öfters mit Sydney zusammengearbeitet haben und dass halt auch in Zukunft noch Projekte geplant sind und was mindestens halt auch genauso geil sein wird. Wenn nicht sogar noch geiler.
Was habt ihr denn sonst noch vorher für Sydney gemacht? Wir haben den RWB 2.0 neu lackiert, das ist der Oseshi. Dann haben wir noch eine Karre, die darf ich noch nicht sagen, haben wir lackiert. Also auch ein Breitbau von Liberty Walk. Ja, dann haben wir an der G-Klasse noch ein paar Sachen verändert. Und hier und da kommen immer mal so öfters Aufträge. Aber ich sag mal so, der Plan für 2020, der ist schon ziemlich voll. Also ich denke mal, nächstes Jahr werdet ihr ziemlich viel sehen. Jetzt reden wir mal ein bisschen über Starlack an sich. Ja. Ihr macht ja nicht nur Sydney Hoffmann. Nein. Was macht ihr denn sonst noch? Erzähl mal ein bisschen von dem Betrieb. Wo sitzt ihr? Was macht ihr? Und ja, also, braucht ihr noch Leute? Bewerbung immer gerne. Leider gerade sind wir schon voll. Also wir sind ein 6-Mann-Betrieb aus Kevela, so am Arsch der Welt vom Niederrhein. Jeder kennt wahrscheinlich den Wallfahrtsort, ist eine sehr pilgerreiche Stätte. Ja, da sitzt unsere Lackiererei. Was machen wir? Wir machen alles. Also ich sag mal, boah, wir sind eine Nutte, für Geld lackieren wir alles. Also außer Fingernägel, hat er gesagt. Und die Fingernägel. Und die Fingernägel und auch die Fingernägel. Oh, gerade die Fingernägel. Nein, wir machen Oldtimer-Restauration, Unfallinstandsetzung, Effektlackierung, Sonderlackierung. Alles, wo man eigentlich so sagt, das ist jetzt ein Problem. Gerade so diese Problemfälle, wie ein komplett mattes Auto, da haben wir Bock drauf. Da sind wir spezialisiert drauf und wir kriegen oder wir finden für jedes Problem eigentlich eine Lösung. Zumindest dato bis jetzt. Also letztendlich, bei uns kannst du alles machen lassen. Also man kann auch quasi sagen, ihr habt die Lösung, ihr braucht nur noch die Probleme. Der ist gut. Der ist gut. Ja, manchmal, hier oben ist nicht nur Lack. Wir haben die Lösung, wir brauchen die Probleme. Ja, immer ran. E-Mail, anrufen, Instagram, WhatsApp, was auch immer. Genau, ich packe euch unten in die Beschreibung auch mal die Adresse und alles rein oder am besten noch viel besser den Link von der Homepage. Ja. Dann könnt ihr da mal vorbeischauen und wenn ihr in der Nähe seid, keine Ahnung. Kaffee ist immer parat. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen mit Mike fachsimpeln. Ja, zwischendurch habt ihr jetzt schon ein paar Aufnahmen gesehen und ich werde euch natürlich jetzt noch ein paar weitere Aufnahmen zeigen von der ersten Motorshow. Ja, dann sage ich einfach mal bis später. Tschüss, Mike. Ciao. Schön, dass du da warst. Danke sehr gerne, für die Zeit. Gerne. Danke für deine Zeit. Conquer your fears in the street.
Ja, Leute, da wollte ich mich bei der Messe von euch verabschieden. Dann fällt mir auf einmal auf, beziehungsweise als ich dann mal geschaut habe, ob alles in Ordnung ist, fiel mir auf, dass kein Ton aufgenommen worden ist. Ja, die liebe Technik, so ist das manchmal. Problem ist aber gelöst. Ich hoffe, die Bilder haben euch gefallen von der Messe. Abonniert den Kanal, macht die Glocke an und lasst ein Däumchen für mich nach oben da. Schreibt alles Mögliche, was ihr wollt, in die Kommentare rein, Anregungen oder irgendwelche Ideen. Ich werde auf jeden Fall mich dazu äußern und antworten. Schaut auch mal auf meinem Instagram-Account vorbei. Da versuche ich euch täglich in meinen Job mit reinzunehmen. Und ja, dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut und ciao. Der jetzt auch so im Hintergrund hier so ein bisschen zu sehen ist. Da bekommt ihr aber gleich schon ein paar Detailaufnahmen. Ist natürlich klasse, dass jetzt hier so eine Halbdurchsage kommt. Typische Frauen, ey, die quatschen immer dazwischen. Genial. Ja, warten wir einfach mal einen Moment. Jetzt könntest du so eine Uhr einbauen. So. Ah. 3000 Jahre später. Der kleine Kevin möchte aus seinem Spieleparadies abgeholt werden. Der kleine Kevin, bitte.